Hallo und herzlich willkommen nun zum 5. Part der Sims 3 Not-So-Berry-Challenge. Wie ihr seht, Fia kommt gerade wieder von der Arbeit. Ich habe im letzten Part, oder nach dem Ende vom letzten Part, habe ich noch so ein bisschen Gartenarbeit erledigt. Habe dabei auch ein unbekannter, spezieller Samen gefunden. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann können wir mit unserer tollen Gartenstation diesen Samen bestimmen. Apropos tolle Gartenstation, ich habe super viele Tipps bekommen und die waren auch dringend nötig. Also ich verstehe jetzt schon ein bisschen mehr. Ich bin nicht so die Hellste. Ich muss so jetzt mal zwei Sachen zugeben. Also erstens, darauf wurde ich auch hingewiesen, in der letzten Folge habe ich den Handwerker kommen lassen für die Dusche. Dabei hätten wir das auch selber machen können und direkt schon mal ein bisschen Geschicklichkeit lernen können. Ich habe aber nicht nachgedacht und tut mir so ein bisschen leid, weil das hätte uns vielleicht auch noch ein bisschen geholfen. Und andererseits habe ich letztens meinen Mods-Folder mal so ein bisschen aufgeräumt, so ein bisschen geguckt, was da denn jetzt noch so drin ist. Und ich habe da einen Mod gefunden. Der Mod, dass man langsamer Skills lernt. Und zwar schon so um die Hälfte langsamer als vom EA-Standard her, was ziemlich belastend ist. Also wir wollen uns diese Challenge ja nicht noch schwerer machen, als sie sowieso schon ist. Glückwunsch, Fia hat für die Fähigkeit Gartenarbeit soeben Level 6 erreicht. Okay, also sie bestimmt jetzt anscheinend diesen Samen. Okay, sie hat... Oh, das ging jetzt schnell. Dann mal schauen, was ist das denn für einer? Ist der hier? Wie krass, Plasmafruchtsamen. Okay, cool. Den könnten wir dann auch hier platzieren. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, diese tolle Blume, durch die wir, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr ernten können. Die produziert das hier. Ich weiß noch nicht genau. Achso, ich glaube, das sorgt das einfach nur für die Laune. Okay. Nee, du gehst jetzt nicht lesen, weil du gehst jetzt mal ein bisschen in deinem... Ich will hier nichts ernten. Doch. Gehst jetzt mal was ernten. Und dann lassen wir Fia ein bisschen ernten. Und danach gehen wir die Sachen wieder im Kommissionslager verkaufen. Weil, also mit dieser Blume, mit dieser tollen Pflanzenwirt-Zombie-Sonnenblume, können wir also mehr ernten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mehr Ernte heißt auch gleichzeitig mehr Money Money. Und auch noch, ich rede am Anfang immer so viel, wir haben jetzt 3 wundervolle Sims-Männer im Spiel. Ich freue mich schon so, wenn wir denen begegnen werden, weil einen von denen müssen wir auf jeden Fall begegnen. Ich habe auch extra den Story-Progression auf langsam gestellt, damit uns die nicht sofort wieder weggenommen werden. Das ist wirklich so meine größte Angst. Und da müssen wir schauen. Also es regnet heute, was nicht so geil ist. Das heißt, auf dem Herbstfest, wo Fia gerne hin möchte, wird keiner sein. Ah, guck mal. Wir haben auch schon ein paar Objekte verkauft. Sehr gut. Genau, jedenfalls auf diesem Herbst... Ich mach mal ein bisschen schneller. Auf diesem Herbstfest wird halt keiner sein heute. Ob es dann... Ob wir heute Abend schon feiern gehen oder morgen ist Freitag, ob wir dann morgen feiern gehen. Weil morgen macht vielleicht mehr Sinn. Dann ist heute wieder so ein Fähigkeitstag, wo wir uns jetzt halt so ein bisschen um unseren Garten kümmern und die Sachen verkaufen. Dann gehen wir halt morgen feiern. Ich habe einen neuen Club in Lucky Pumps platziert, den ich mir runtergeladen habe, wo wir dann hoffentlich auf die Sims treffen werden. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall auf Freunde. Ah, jetzt ist die Animation da. Letzte Folge war die nicht da. Jetzt ist sie wieder weg. Gut. Dann schauen wir mal schnell, was ist hier? Tolle Ach ja, genau. Das haben wir ja auch noch mit den Pflaumen. Genau, Tylers Haus. Das ist das, wo wir morgen hingehen werden. Aber jetzt gehen wir erstmal die Sachen verkaufen. Und... Wie ich gerade mit Erschrecken festgestellt habe, in 6 Tagen werden wir altern. Das geht mir alles viel zu schnell. Ich habe das sonst immer auf wirklich viel länger, vor allem bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen. Und jetzt ist das normal irgendwie auf 21 Tagen. Aber dadurch kommen wir auch schneller zu den nächsten Generationen und dann sitzen wir nicht immer jahrelang an dieser Challenge vielleicht fest. Das ist eigentlich auch ganz gut. Nein, wir kommen schon zu spät. Oh Gott, als ob. Wann hat denn der immer auf? Versteht er gar nicht. Okay.
Was ich mir aber auch mal angucken wollte, ich habe hier gesehen, hier ist ein Gemeinschaftsgarten. Ist hier irgendwas Interessantes? Ein Apfelbaum, Limonenbaum? Ist ganz schön viel eigentlich, aber nur so vereinzelt Sachen zu ernten. Den könnten wir aber eigentlich auch mal irgendwann besuchen und uns dann einfach kostenlos die Sachen da wegnehmen und verkaufen. Aber wir schicken, oha, Limousine, not bad. Schicken Fia jetzt mal ganz schnell duschen. Dann kann sie noch was futtern. Ich bin irgendwie zu faul, die immer kochen zu lassen. Ich weiß nicht, das dauert mir halt zu lang. Ich finde ihren Lippenstift einfach wunderschön, wenn sie duschen geht. Ja, egal. Und dann kann sie schlafen gehen. Oder ich überspringe die Zeit für euch bis morgen nach der Arbeit, bis wieder was Spannendes passiert. So, Pflanzen gießen. Nein, das machen wir nicht. Wir lassen den Garten heute mal ruhen. Er hat heute 415 Simoleons verdient und gerade kam eine Einladung von Jason ein. 17:33 Uhr. Machen wir das? Machen wir es nicht? Wir könnten es eigentlich machen, weil... Schau mal kurz, wie lange der Club aufhat. Bis 3 Uhr morgens. Das heißt, wir gehen kurz zu der Party von Jason, gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Und wenn nicht, gehen wir einfach. Wir sind dem Kerl eh nichts schuldig. Und dann hoffe ich, dass wir heute auf jemand Besseren, jemand Neues treffen. Hier übrigens nicht nochmal zu dem Club, zu dem wir letztes Mal hin wollten, weil wir haben jetzt Herbst. Und das ist ein Club mit Pool. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht so die beste Idee dann. Ich habe sie heute Morgen vor der Arbeit übrigens auch noch das Geschicklichkeitsbuch lesen lassen. Wir haben jetzt schon 2 Punkte in Geschicklichkeit. Für die Arbeit brauchen wir 4. Genau, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen. Aus diesem vollen Sonnenlicht können wir mal gut, oder dafür ist es gedacht, scheinbar, für Dünger. Soll ich den Garten eigentlich ruhen lassen? Wir können aber eben düngen. Hoffentlich stinkt sie dadurch nicht zu sehr. Ja, okay, es geht schon ganz schnell runter. Okay, ja, okay. Beginnt in einer Stunde. Dann abbrechen. Gehen wir jetzt mal dahin. Bei so viel Simoleons bin ich schon wieder so dazu gedrängt, das auszugeben und irgendwas am Haus zu machen. Okay. Oh, wow. Hier hat erfahren, dass Jason reich ist. Ja. Für irgendwas haben wir 0 Simoleons bekommen und wir haben insgesamt 8 verdient. Krass. So, wer ist das? Ist hier irgendjemand? Darlene? Darlene Dreamer, die würde ich gerne mal kennenlernen, weil... Wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann gehört sie zu der Familie Dreamer von Darren Dreamer aus Sims 2. Schön sichtigen. Oh, Fia sieht so schön in ihrem Kleid aus. Oh. So, dann lernen wir die doch mal ein bisschen kennen. Kennenlernen, kennenlernen. Plaudern. Nach Karriere fragen. So die typischen Fragen jetzt mal. Was haben wir noch? Da, nach Schulhymne. Und Fia hat erfahren, dass Darlene in der Musikindustrie arbeitet. Also keine Verbrecherin. That's good. Das ist pretty good. Liebe und Friedensschule. Da war sie. Das scheint ziemlich gut zu laufen. Machen wir ihr noch ein Kompliment. Können wir uns eigentlich von ihr verabschieden? Ja. Dann verabschieden wir uns von ihr. Verschwenden hier nicht zu viel Zeit. Und düsen direkt zu Tylers Haus. Können die liebe Darlene, wenn wir möchten, ja gerne mal morgen nach Hause einladen. Ja, die geht jetzt. Ach, okay, die geht jetzt auch direkt nach Hause. Ah, gut, Party war jetzt scheinbar eh zu Ende. Wir möchten Jason ein. Jetzt gerade habe ich schon wieder total die Lags. Also jetzt so beim Autofahren, wenn ich das so sehe. Ja. Okay, sie hat den Wunsch selber weggemacht. Sie will ihm doch kein Geschenk geben. Gut.
Der Ort ist so leblos, dass sich nicht mal Geister und Mumien hertrauen würden. Woanders kann man sicher mehr Spaß haben. No, nein, du gehst jetzt nicht nach Hause. Die kommen jetzt gleich alle. Den Fehler habe ich beim letzten Mal schon gemacht. In Kneipen. Warum? Stellt euch das mal vor, so ein kleines, süßes, umweltbewusstes, vegetarisches Mädchen mit einem grünen Daumen möchte unbedingt in eine Kneipenschlägerei geraten. Ich sehe hier gerade schon jemanden. Ich sehe hier jemanden. Oh, hello. Hello. Es müssen nicht mal Sims herkommen, weil der, den wir suchen, ist direkt hier. Können wir ein bisschen mit denen quatschen? Mit Barmixer unterhalten? Los herumfaseln. Herz ausschütten. Ich hoffe, das kommt gut an. Happy Hour ist vorbei. Du musst unbedingt morgen wiederkommen. Aber ich finde es hier extrem cool eingerichtet. So, oh, dann unterhalte ich mal ein bisschen mit dem. Jetzt ist ja auch noch Roman Tanner. Ich habe doch gesagt, so ein paar Leute kommen nach einer Weile. Auch wenn jetzt ein Kind vielleicht nicht das Richtige ist, um 21 Uhr am Freitagabend im Club. Puff Garlic Bread. Über Philosophie diskutieren. Sinnlos herumfaseln. Einfach ein bisschen quatschen. Ich glaube, wir können gerade eh nicht so viel machen. Können wir nicht auch so mit ihm... Schade. Über genug streiten. Mag dieses Licht, dieses Neonlicht. Und das ist auch ziemlich cool. Das ist blöd. Ach, guck mal, wie er hier abgeht. Der fühlt es richtig. Der sieht doch total glücklich aus. Das ist süß. Ja, okay. Ist jetzt vielleicht doch nicht so der Hotspot heute Abend. Was machen wir denn? Weil das bringt uns ja jetzt wirklich nicht viel. Aber wir könnten ihn ja trotzdem heute Abend so ein bisschen kennenlernen. Vielleicht haben wir dadurch morgen bessere Chancen, wenn wir den guten Herrn fragen, ob er mit uns ausgehen möchte. Und dann gehen wir nochmal ins Casino. Wir gehen morgen nochmal ins Casino, ich sag's euch. Ja, er ist so, ja, interessiert mich nicht, aber ja. Komm, unterhalte dich mit uns. Fasziniert. Manche Sims erfreuen sich an Dingen, die gewöhnen. Oh Gott. Excuse me? Wo ist die Mutter? Okay. Das war ein bisschen sehr laut jetzt. Manche Sims erfreuen sich an Dingen, die gewöhnliche Sims vielleicht nicht einmal bemerken würden. Weil mit Barmixer sinnlos herumgefahren wird. Also das finden sie auf jeden Fall schon mal gut. Und langweiliges... okay. Das sieht auch so ein bisschen so... ja, ja. Erzähl du mal. Komm, schütt ihm noch einmal dein Herz aus. Erzähl ihm das mit Jason, wie er dich ständig abgelehnt hat und dann auf einmal anruft, dich zu seiner Party einlädt. Er macht hier echt alleine Party. Stört ihn auch gar nicht, ne? Aber es sieht trotzdem extrem cool hier aus. Wir könnten aber mal was zu essen bestellen. Nachos. Und danach vielleicht nach Hause gehen. Ja. Ah gut, wir haben dafür bezahlt. Wir müssen das essen. Aber Nachos von der Qualität her schlecht. Auch so ein bisschen traurig, wie sie hier ganz allein sitzt. Naja, hast du nix, ne? Was macht sie jetzt? Nein, wir wollen kein Autogramm von ihm. Wer auch immer das ist, wusste es. Lothar. So, dann fahren wir mal schnell nach Hause, gehen schlafen. Und sie möchte immer noch zum Herbstfest gehen. Und dann fragen wir mal den guten Puff, ob er morgen mit uns zum Herbstfest geht. Sophia, dann steh mal auf. Stinkst zwar, du entstoffst jetzt aber trotzdem erst die Toilette. Und ich habe gestern oder in der Nacht, wo sie geschlafen hat, noch was in den Komposter getan. Das möchte ich jetzt auch mal gerne ausprobieren. Und wir haben auch noch nicht alle Pflanzen gedüngt. Können wir gleich auch noch alles machen. Über Gartenarbeit reden.
gut angeln. Stimmt, wir müssen angeln lernen. Oh nein. Irgendwie schaffe ich das noch, bevor sie stirbt. Ich glaube, ich muss es ja, wenn ich mich recht entsinne, nicht alles bis zum Senioralter geschafft haben. Krieg das noch hin. Geben wir ihr mal. Okay. Was jetzt passiert? Hat das irgendwas getan? War es wie Dünger? Bin verwirrt. Scheint aber so. Okay. Kann ich den pflanzen? Ja. Pflanzen wir mal hier. Dann schnell duschen. Bisschen schneller ernten. Nein. Das ist uns vertrocknet. Nein, warum regnet? Warum? Nein, das sollte so nicht. Jetzt regnet es. Dann können wir doch nicht zum Herbstfest gehen, sonst ist da ja keiner. Das ist jetzt voll blöd. Das ist jetzt mega blöd. Schmeiß die noch erst weg und dann gehst du ganz schnell duschen. Ich habe das anders geplant heute. Naja, wir fragen mal trotzdem, ob er Zeit hat. Der darf jetzt auch nicht absagen. Also wenn heute echt alles schief geht, ich glaube, dann muss ich aus Frustration diesen Part beenden. Und dann müssen wir es einfach in der nächsten Folge nochmal versuchen. Weil sie hat Hunger. Wir könnten mit ihm essen gehen. So, ruf ihn mal an. Gehen wir mal ins... Ja, gehen wir mal ins Kaffeehaus. Bitte, 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 bitte. Bitte. Nicht sein Ernst jetzt, oder? Der ist halt echt arbeiten. Der ist halt... Der arbeitet... Da müssen wir ja theoretisch nachts warten, bis er fertig ist, bis wir was mit ihm machen können. Was sind denn das für Arbeitszeiten von 11 bis 3 Uhr nachts? Das geht doch nicht. Warum fahre ich da jetzt eigentlich hin? Das ist total sinnlos. Wir können ja eh wieder nur so blöd mit dem reden. Kann ich den von seinem Job entfernen? Geht das? Hat auch ein bisschen was von Cheaten, aber was sein muss, muss sein, ne? Ich schau mal eben nach. So. Wir haben ihn von seiner Rolle entfernt. Schick ihm mal eine freundliche Textnachricht. Und dann einladen nach. Einladen nach. Ja. Kaffeehaus. Bitte, bitte, bitte sag ja. Bitte sag ja. Bitte, 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 bitte. Oh, warum? Okay. Nein. Das soll nicht. Hör auf mit ihm zu plaudern. Da steht er. Da steht er. Da ist er. Nicht in seinem... Also wunderschönes Outfit. Es läuft doch alles irgendwie nach Plan. Kennenlernen. Okay, das ist super gut. Das ist cool. Oh, hier haben wir schon den nächsten. Oh, wir haben hier alle drei Männer, die mir geschickt wurden. Oh, Mann. Ja, aber wir haben jetzt hier den Path, an dem wir jetzt erstmal interessiert sind, der auch an uns interessiert ist. First thing first, fragen, ob Sims Single ist. Oh, charismatisch. Wundervoll. Mit wem spricht er denn? Ist das normal? Boah, dieses blöde Telefon, ne? Brauchst kein Essen jetzt. Egal, ob du am Verhungern bist, du brauchst kein Essen. Lern ihn noch ein bisschen mehr kennen. Frag ihn nach seiner Karriere und nach Schulhymne.
Leute, das läuft richtig gut. Jetzt lass ihn noch Single sein und alles ist super. Und? Oh, ich war schneller als der Story Progression Mod. Bombe. Nice. Finally. Perfect. So, ich möchte noch über Gartenarbeit reden. Wir können es mal versuchen. Hässliche Mücken und Staatsobjekte. Ich muss die mal im Lebensmittelladen verkaufen, ob es da mehr bringt. Oh, zusammen tanzen. Das ist auch eine super Idee. Schon wieder dieses Handy. Parf ist in der Medizinkammer. Hör mal, besser könnte es gar nicht laufen. Eine Wissenschaftler und ein Mediziner. Bombe. Und die Musik ist mir schon wieder zu laut. Ich habe die aber schon leise gestellt. Hab's jetzt mal in OBS ein bisschen leiser gestellt. Jetzt geh mal mit Parf in seiner schicken Unterhose bitte tanzen. Ja, du kannst gleich was essen. Yes. Irgendwie sind es immer die älteren Leute, die hier ihr Hüftgelenk, ihr neues schwingen lassen. Erstmal noch ein bisschen leiser. Ich glaube, es ist echt ein bisschen sehr laut, die Musik gerade. Kompliment über Tanz hier machen. Und Kompliment über Aussehen machen. Ja, wie jetzt? Wie sie einfach mit jemand anderem tanzt und er so, yo, ich finde dich voll nice. Einfach so von da. Wow. Shake it. Okay. Jetzt interagiert noch ein bisschen mehr miteinander. Billige Drinks ist Happy Hour. Wenn sie jetzt den Wunsch hat, einen Drink zu genießen, würde ich es machen. Oh, wie ich es gesagt habe. Und? Oh, Leute, er ist es. Wir haben ihn gefunden. Es ist der einzig wahre Parf. Oh, so gut. Okay, welchen trinken wir denn? Hier ist der Kirsch Casanova für 4, dafür 8. Ja, trinken wir mal den. Es war mir jetzt echt einfach echt zu laut. Sorry. Oh, das ist so süß. Nice. Er freut sich auch total. Denkt sich so, yay, ich habe eine heiße Schnalle. Okay. Stellen wir noch ein Drink. Tut mir so leid, Beck. War das gerade synchron? Sah ein bisschen so aus. Ich finde es einfach so lustig. Das hier sind genau die drei, die mir geschickt wurden. Beck Schnapp, Thomas Tyson und Parf Garlic Bread. Naja, aber wir haben alle drei hier getroffen. Ich habe ja gesagt, wir gehen hier hin. Also es war eine gute Idee. Jetzt will die Fia aber was trinken. Der sieht aber schick aus. Oh, sie ist in Stimmung. Very, very well. Dann genieß mal deinen Drink. Wer ist sie hier? Ein Paparazzo. Über Recycling reden. Ja, wenn der Parf drauf steht, dann red mal mit ihm über Recycling. Können aber auch noch. Können wir einen Kokekten. Ja, wir können Kokekten-Witz machen. Nein, 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 nein. Und zwar, die habe ich auch noch. Die ist voll teuer. Aber, wobei, wir können auch einfach, irgendjemand hat gesagt, einen Zaun drumherum. War es so viel billiger? Denke nicht. Aber wir müssen unsere Pflanzen vor den Zombies schützen. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Und ich finde Parfs Unterhose voll heiß. Also richtig hot. Finally, einmal läuft es richtig, richtig gut. Nice. Welches Sternzeichen hat er denn? Oh, er ist Zwilling. Ich bin auch Zwilling. Und Fia ist auch Zwilling. Okay. Und jetzt küssen wir ihn einfach mal. Wir sind voll in Stimmung. Wir haben den Drink getrunken. Yes, baby. Nice. Okay, love it. Zwei weitere Merkmale von Parf erfahren. Jetzt sind wir aber, haben wir jetzt ein Date? Nein, wir haben noch kein Date. Eine romantische Interesse. Leute, wir sind voll dabei.
Erfahren wir jetzt noch Merkmale, wenn wir ihn noch... Nein, wir können ihn nicht mehr kennenlernen. Okay. Geht mal über Gartenarbeit. Vielleicht ist er ja auch so einer. Und dann Abschiedskuss geben. Wusstest du, dass Darlene, Lapin, Dreamer Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Das ist irgendwie auch so das Typische, worüber die tratschen. Aber das ist ja gut, dass sie Unmengen an Geld besitzt. Wir wollen ja auch mit ihr befreundet werden. Oder das ist zumindest mein Plan, den ich mir jetzt vorgenommen habe. Oh, so süß. Das ist auch niedlich. Er freut sich einfach voll. Es ist so cute. Ich glaube, er geht jetzt auch nach Hause. Dann. Wir waren super erfolgreich, diese Folge. Ich bin so stolz auf uns. Vor allem auch auf Fia. An dieser Stelle beende ich die Folge jetzt aber wieder. Ich hoffe, ich sehe gerade, wie lange ich schon aufgenommen habe. Und das wird auch ein Spaß zu schneiden. Ich hoffe, die wird nicht zu lange. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie findet ihr Parf? Hat euch die Unterhose auch so angeflirtet, wie sie es mich hat? Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt dann auch als nächstes tun werden. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein romantisches Interesse. Sehr gut. Okay, dann beende ich die Folge hier jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!